Okay. Ja, warte mal, wo ist mein Smile hier? Noch eins. Sieht man mich, Anita? Guck mal, den Moscher. Sorry. No way. Echt? Schon wieder? CPU. Jetzt ist es okay. Ja. Okay, warte mal. Sieht man mich hier so ein bisschen? Richtig. Sind die neuen Spindeln? Ja. Okay. Also, Eugen, unser Chef, hat mit der Telekom telefoniert. Wir haben einen LTE-Router da oben. Der hat mal richtig gute Verbindung und mal richtig schlechte Verbindung. Ist natürlich schlecht für einen Livestream, aber wir sind ja auch kreativ und haben hier geile Jungs am Start. Wir machen jetzt einfach einen spontanen Livestream. Und da gucken viele Leute zu, hoffentlich. Der läuft nämlich jetzt auf Facebook, auf YouTube nochmal und auf Vimeo. Also, viel Spaß. Second Set, The Game, Spontan Set. Ihr seid geil. Ich hab euch lieb. Thank you.
Thank you.
geht jetzt auch wieder nicht unheblich. So, wir haben heute einen... Aber der Stream läuft. Aber der Stream läuft. Yeah. Aber Kamera läuft jetzt auch. soll ich noch was sagen? Ja. Ja? Ja, hi, alle, die jetzt noch zufällig auf Facebook oder Vimeo oder YouTube sind. Die erste Runde hat so ein paar technische Schwierigkeiten gehabt und wir sind halt immer noch hier und es steht alles. Deswegen dachten wir, falls noch ein paar schauen, spielen wir einfach noch ein paar. Und jetzt spielen wir einfach noch ein Stück und verabschieden uns damit. Das erste Stück, was wir gespielt haben, war eine Eigenkomposition von unserem Pianisten, den ich auch nochmal vorstellen will. Die Komposition heißt Awkward Conversation, kennt wahrscheinlich jeder von uns, und das wurde von ihm vertont. Nikolai Danek am Klavier. Ja. Genau. Und dann haben wir noch einen Schlagzeuger auf dieser Bühne, und zwar der heißt Johannes Hamm am Schlagzeug. Yeah. Yeah. Genau. Mein Name ist Mario Angeloff und ich durfte und darf für Sie Kontrabass spielen. Genau, und wir spielen jetzt noch irgendwas, was wir uns jetzt gleich einfallen lassen. Und ja, zum Beispiel Stable Mates von Benny Golson und wünschen euch, Ihnen noch sehr viel Spaß. Vielen Dank. Thank you.
Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Danke an Philipp, danke an das ganze Jazzkeller-Team und die Technik. Wir werden auf jeden Fall, oder der Stream, der eigentlich stattgefunden wäre, der wird auf jeden Fall gestreamt, wahrscheinlich morgen, oder? Ja, oder ja. Übermorgen oder so. Also das kann man sich anschauen. Die Tage jetzt, ja. Genau, das war jetzt einfach eine kleine, wie sagt man, Trostpflaster für die Leute, die noch Bock hatten. Und wir freuen uns über jeden, der noch Lust hatte. Und ja, habt einen schönen Abend. Ich glaube, wir trinken noch ein Bierchen und dann fahren wir auch nach Mannheim zurück. Johannes Hamm am Schlagzeug, Nikolai Danek am Klavier. Vielen Dank an den Jazzkeller und den Eugen. Ja, hier ist auch nochmal der Philipp, der Junior. Das war heute echt nicht so einfach. Respekt an meine Musiker, die nochmal alles gegeben haben. Heute hat die Technik bei uns einfach nicht so richtig mitgemacht. Und Eugen hat gerade auch schon mit der Telekom telefoniert und so. Wir überlegen uns das für die Zukunft, wie wir das noch besser hin. Müssen wir tatsächlich vorher die Konzerte aufzeichnen, vorerst und dann ausstrahlen. Wir schauen mal, ja. Aber wir arbeiten ganz, ganz, ganz hart daran, dass das läuft, weil bei uns zu Hause geht es auch. Und danke, dass alle nochmal reingeguckt haben. Es gibt, wie Mario sagte, ich editiere ein bisschen und wir laden auf YouTube eine coole Fassung nochmal hoch. Eben gerade ist die Kamera auch ausgegangen beim Spontan-Set. Also alles, was passieren kann, ist wieder mal heute passiert. Aber the show must go on. Und danke fürs Zuschauen. Thank you for watching.